Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wie ihr seht, ein neues Spiel auf meinem Kanal. Ich habe mal in das Spiel reingeschnuppert, so ein paar Stündchen. Alien Isolation hat mir quasi gar nichts gesagt. Ich wusste nur, es gibt einen Alien und man muss sich hin und wieder verstecken. Und mit diesen Infos bin ich in das Spiel gestartet. Und ich würde einfach sagen, schaut selbst. Ich habe euch ein paar Folgen aus meinem Stream geschnitten. Wie immer, ich werde auf den Chat eingehen, es werden Alerts kommen. Es ist halt alles dem zu schulden, dass ich es gestreamt habe und hier nochmal für euch auf YouTube hochlade. Ob und wie es weitergeht mit dem Spiel, das lasse ich euch gern irgendwie irgendwann wissen. Aktueller Stand ist, ich habe 5,5 Stunden gespielt und die zeige ich euch hier erstmal. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dem reingeschnuppert Erlebnis in Alien Isolation. Bis bald. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Richtig gute Grafik. Also, ich bin begeistert. Was ist los?
Okay, WASD. Ich überlege, soll ich... Ich lasse mal die Vorschau an. Dann sehe ich, wenn es zu sehr laggt. Dann kann ich die Grafik runterschrauben. Erkunden Sie die Torrents. Okay. Beziehen Sie sich an. Ich überlege, ob ich die Maussensibilität... Ich muss kurz... Es tut mir leid. Ich muss die ein bisschen runter machen. So, und vielleicht noch ein bisschen... So. Ja, doch, so ist besser. Ich habe gehört, Tab ist eine Karte. Da sind wir. Ach so, hier unten. Sehen Sie sich an. Sprechen Sie mit Taylor, sprechen Sie mit Samuels. Wo sind denn meine Klamotten? Ist ja schon super los hier. Was? Nee. Oh, guck mal, Wally. An Registerpunkten können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Nackt ist ein bisschen dumm rumzulaufen. Ja, aber wo sind denn meine Klamotten? Ich weiß nicht, wo. Meine Maus hängt außerdem auch hier irgendwo fest. Achso, hier am Ende des Raumes. Ich bin der weiße Punkt. Oh, okay. Gut. Erinnert mich spontan an die Lumine. Vielleicht bekommt das Alien einen Schreck vor lauter Nacktheit. Das kann sehr gut sein. Ich habe Füße. Okay. Elaine Connor. Signed in, signed in. Personal Storage. Wie kann ich speichern? Aber wie? Ich weiß nicht warum, aber mein Mauskabel hängt seit gestern immer fest. Wir fahren einfach mal. Ach nee, das ist eine Dusche. Ich dachte, das ist ein Aufzug. Ups. Das Speichern. Sprechen Sie mit Samuels. Okay, wir gehen links und dann mal geradeaus. Kann nicht rennen, oder? Kann mich ducken. Ich kann nicht rennen anscheinend. Und ich habe immer Angst, dass ich mir den Kopf stoße. Ich bin so groß. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen.
Erstmal kurz umgucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Keep closed all times. Oh, ich wette, das Alien, das ist hier irgendwo eingesperrt und ich mache irgendeinen Fehler und dann bricht das aus. Ich dachte, das ist aber wirklich ein Aufzug. Wer von euch dachte auch, das ist ein Aufzug? Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir noch mit... nee. Mit wem musste ich noch reden? Doch. Mit Taylor. Also einmal rechts und... Na gut, hier geht's nur rechts und dann links. Ich fände es schön, wenn es hier irgendwie noch eine Map gäbe, aber das Gute wiederum ist... Emilia dachte es nicht. Ich war voll überzeugt, dass das ein... Dass das ein Aufzug ist. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Was für einen Satz hatte ich angefangen? Bin ich hier richtig? Ich glaube. Nein, ich bin, glaube ich, im Kreis gelaufen. Okay, wieder zurück und dann nach rechts. Upsi! Achso, ich hätte eigentlich gern hier eine Map irgendwo auf dem Bildschirm, dass ich eben mich nicht verlaufe. Andererseits bin ich so nirgendwo im Weg. Ich war falsch, ja. Taylor, so. Guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Reden Sie mit Taylor. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Achso, das Gespräch mit Taylor ist abgeschlossen. Okay, jetzt geht's los. Wir gehen zur Brücke. Hallo. Ich dachte, du sprichst mit. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Hey, die schubst mich. So. Ja, mein Einsatz. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden?
Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten. Nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Oh, die Trockendockrampe, Mensch. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo, Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Der muss mal sein Handy wegnehmen vom Funkgerät. Dann hört man ihn besser. Oh-oh! Ich glaube, da ist ein Alien unterwegs. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Das ist eine Riesenstadt. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Ripley ist Überlebenskünstlerin und kann Gefahr auf vielfältige Weise erkennen. Kampfgeräusche können das Alien anlocken. Man weiß noch gar nichts von dem Alien zum jetzigen Story-Zeitpunkt, aber da stehen schon Tipps. Der Architekt hat Respekt verdient, dass er dort Griffe dran gemacht hat. Rufen Sie Hilfe. Ich muss noch mal... Sorry. Sie Hilfe. Nee, den kann ich nicht nehmen. Ach so, jetzt darf ich weiter. Hier kann ich speichern. Cool. Suchen Sie Hilfe. Wie wäre es mit dem... Ich glaube, dem sollte ich nicht begegnen, oder?
Okay, also Loot leuchtet. Das ist gut zu wissen. Was habe ich eigentlich? Kann ich kämpfen? Leise! Warnung, Sevastopol-Stabilität gefährdet. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Ich soll zur Notfallluftschleuse oder was? Nee. Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen erschrocken. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Oh. Hier waren wir ja schon. Und hier sind wir reingekommen. Okay, ich muss einfach weitergehen. Susi, möchtest du ins Discord kommen und uns das Lied vorsingen? Ah, ich kann doch rennen. Ich konnte nur in dem anderen Raumschiff nicht rennen. Das kennt man ja. Manchmal kann man rennen und manchmal kann man nicht rennen. Wo soll ich denn hin? Was soll ich denn machen? Also springen kann ich auf jeden Fall nicht. Oh. So ist das hier. Nicht Licht ausmachen! Ordnerfehler freigegeben. Stilllegung. Also Jungs und Mädels, sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierung sprechen. Schlipsträger wollen Minimalbesetzung. Stilllegung, keine Selbstbedienung. Okay. Gut. Ich glaube, ich muss darüber. Das war ja klar. Das war so klar. Sowas wie eine Taschenlampe. Ich habe eine Leuchtfackel. Das wird helfen.
Ach so. Geh einfach. Nicht oben lang gehen sollen. Cool. Ich habe einen Loot-Spot gefunden. Ich hätte oben lang gehen sollen, glaube ich. Und wie lange leuchtet diese Fackel eigentlich? Kann ich mich nicht irgendwie heilen? Habe ich nicht gerade Medizin mitgenommen? Hallo? Ist da wer? Hallo? Zugangscode benötigt. Wie bei The Long Dark. Strom wiederherstellen. Irgendwie... Die Übersetzung ist immer ein bisschen, bisschen schwierig, oder? Also wenn da steht, was da passiert, dann ist es immer nicht vollständig. Danke, Susi. Bis auf so ein paar kleine Erschrecker war es auch. Funktioniert denn überhaupt nichts? Noch okay. Ich greife einfach mal drauf zu. Die Wart. Unsere Sachen umgelagert. Längli, falls sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Im Lagerraum. Der Code ist 0340. Soll ich jetzt mir das aufschreiben? Ich bin ja eine gute Streamerin. Ich habe doch alles hier. Außer ein Stift, der schreibt. So, Lagerraum 0340. Keine Panik. Okay. Auf Wiedersehen. Das hatten wir schon. Audio, den Strom abschalten. Abspielen. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Okay.
Energieknotenpunkt. Stellen Sie den Strom wieder her. Okay. Mach ich. Wir gehen jetzt erstmal unten in den Lagerraum. Also am Speicherdingsbums ist die Maussensibilität sehr hoch. So, 0340 haben wir uns gemerkt. Hier war ein Geräusch. Bauplan. Jetzt? Ich habe was gebastelt. Ich habe ein Medkit. Und wie nutze ich das nochmal? Ach so, ausgerüstet. Okay, Steuerung. Gut. Wir müssen Strom reparieren. Bestimmt hier was machen. Kann ich nichts machen. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ist oben in der... Hier drin. Oder hier. So, wir müssen Strom wiederherstellen. Ihnen. Suchen Sie im Raumschiff nach Hilfe. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ja. Mach ich. Was ist das hier eigentlich? Soll ich da den Strom wiederherstellen?